Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Da das ja mit der Tour de France und dem Let's Play so gut geklappt hat, machen wir dasselbe jetzt noch mit der Vuelta a España. Wir werden ein Einzelspielerspiel natürlich machen. Wir machen das jetzt nicht aus einer Karriere raus. Da wird jetzt ja parallel auch mit Jan Ulrich noch die Vuelta a España erscheinen. Die habe ich auch schon fertig aufgenommen. Hier werde ich jetzt allerdings nicht so weit vorspielen, sondern auch immer mal wieder auf das Renngeschehen eingehen. Das ist einfach auch besser. Man kann jetzt zum Beispiel schon sagen, dass das Zeitfahren morgen, das Auftaktzeitfahren neutralisiert ist. Bedeutet, weil einige Fahrer gesagt haben, dass ihnen die Strecke zu gefährlich sei, wird das zwar gefahren wie eine normale Etappe, die Zeit wird allerdings quasi nicht mitgenommen. Es geht also nur um den Tagessieg, was wirklich ein bisschen schade ist, weil die Strecke ja anscheinend am Meer entlang über so eine kleine Brücke und alles Mögliche. Es war wohl relativ schön ausgewählt, aber einige Fahrer haben sich beschwert, es sei zu gefährlich, deswegen neutralisiert wird es gefahren. Das wird hier uns nicht passieren. Wir gehen auf Einzelspieler, Einzelrennen, wählen die Vuelta a España aus. Wir sehen 2014 Alberto Contador vor Chris Froome und Valverde. Das wird dieses Jahr nicht passieren, weil Contador natürlich schon Giro und Tour de France in den Beinen hat. So, wir wählen die komplette Vuelta a España aus und ich habe ja gefragt, wen ihr gerne als Team hättet. Und das war relativ einstimmig. Ja, gut, Movistar wäre natürlich mein Favorit gewesen. Da könnten wir dann Quintana und so weiter nehmen. Aber es stimmt schon, das wäre natürlich fast ein bisschen einfach. Deswegen spielen wir mit BMC Racing. Wir spielen mit TJ van Garderen, der natürlich nicht der Topfahrer ist. Mit einer 80 am Berg, einer 78 am Hügel. Im Zeitfahren können wir natürlich ein bisschen Zeit gut machen. Es gibt ja ein 40 Kilometer langes hinten raus. Aber wir müssen schon ordentlich kämpfen, dass wir wirklich eine Top-Platzierung haben. Ich habe mir jetzt eben auch mal die ganzen Startlisten angeschaut und in der Realität für Astana zum Beispiel ist Nibali ja zum Beispiel am Start. Ich weiß gar nicht, Landa ist glaube ich auch dabei. Für Sky ist Chris Froome am Start. Für Movistar ist Quintana nicht gemeldet. Boah, wie grün das dann im Hintergrund wird. Quintana ist nur auf der Ersatzfahrerliste dabei gewesen. Für Team Sky Chris Froome am Start. Contador ist nicht dabei, dafür aber Peter Sagan zum Beispiel. Also sind schon einige Top-Fahrer am Start. Ich habe jetzt leider keinen Einfluss darauf, wie das hier bei unserem Spiel sein wird, weil ich die anderen Fahrer halt nicht auswählen kann. Da müssen wir uns jetzt einfach darauf verlassen, dass das Spiel das sinnvoll macht. Und ich habe mir jetzt mal die Mitfahrer abfotografiert und wähle jetzt gerade mal hier aus, wer denn alles am Start ist. So, wen haben wir? Atta Puma haben wir auf jeden Fall. Ich mache jetzt hier gerade mal alle weg. Egal, ob die dabei sind. Wir gehen mal alphabetisch. Atta Puma ist am Start. Sanchez war ja schon markiert. Dann haben wir Markus Burkhardt, der dabei ist. Alessandro De Marchi ist am Start. Jean-Pierre Drucker. da ist hier ein Jampi. Okay, Jampi. Gut, ist wahrscheinlich sein Spitzname, das wusste ich jetzt nicht. Moana ist am Start. Dann haben wir Joey Roskopf ist noch mit dabei. TJ van Garderen natürlich, den dürfen wir nicht vergessen und vor allem nicht mit Van Avermaet verwechseln, ansonsten haben wir ein Problem. Und Peter Wielitz ist noch dabei. Und wie gesagt, Sanchez war ja schon markiert. Also sind das unsere neuen Fahrer für die Vuelta, an die wir uns gewöhnen müssen. Schauen uns das nochmal kurz an am Berg. Ups, Ebene und Berg sollte man nicht verwechseln. Am Berg ist TJ van Garderen natürlich der Stärkste hier im Team. Sehr, sehr gut. Eigentlich in allen Bereichen. Von der Fitness ist er noch nicht besonders gut drauf. Das wird dann hoffentlich zum Ende hin der Vuelta anders werden. Das wird bei Ulle ja auch so sein. So, neun Fahrer haben wir eingeschrieben. Dann gehen wir auch direkt mal rein in die erste Etappe, die ja, wie gesagt, hier nicht neutralisiert stattfindet. Rhythmus und Frische sind ausgezeichnet bei allen Fahrern. Die Fitness leider halt noch nicht bei TJ van Garderen. Im Teamzeitfahren bin ich jetzt mal gespannt, was wir da rausholen können. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, was die anderen für Zeitfahrwerte haben. Da können wir schon mal schauen. Ja, Movistar mit Amador, Inchausti, die Rojas. Mal schauen, mal schauen, mal schauen, was die anderen Top-Teams haben. Ja, hier ist kein Nibali am Start. Da ist immerhin Rodriguez dabei. Naja, wir schauen es uns gleich mal an. Richie Porte ist am Start. Aber auch kein Chris Froome ist halt ein bisschen schade, dass man da. Aber da habe ich halt auch keinen Einfluss drauf, wie das Spiel da reagiert.
kann nicht jedes Team einzeln nominieren. Das funktioniert leider nicht. Da haben wir Giant IPC, da gehen wir mal ein bisschen näher ran. So, und dann schauen wir jetzt nochmal ganz kurz uns den Überblick an. Also Katjuscha geht mit Rodriguez ins Rennen als Kapitän. Das sollte relativ schwierig werden, ihn zu schlagen. Hatten am Berg eine 82, am Hügel eine 83. Muss mich jetzt erst wieder ein bisschen umgewöhnen, dass ich jetzt nicht bei ETX Quickstep fahre, wie das ja im Tour de France, im Let's Play mit Jan Ulrich ist. ETX Quickstep ist mit Mark Cavendish als Kapitän hier am Start. Toni Martin natürlich dabei. Rigoberto Uran, auch ein sehr guter Bergfahrer von Kirsbulk. So, Giant Alpecin, John Degenkolb, Marcel Kittel für die Sprints. Warren Barguil für die Gesamtwertung, aber auch kein absoluter Topfahrer. Hier zumindest noch nicht. Jean-Christophe Perrault ist dabei. Romain Bardet. Ja, sind schon einige gute Bergfahrer hier am Start. Gerade Agey d'Uzès ist relativ gut besetzt. Daniel Martin, auch ein sehr, sehr guter Bergfahrer, der uns auch im anderen Let's Play noch Probleme machen wird. Darf gar nicht spoilern. Das andere ist das schon fertig aufgenommen. Dann haben wir hier TJ Van Garderen, hier Kapitän vom BMC. Wir schauen uns mal die Zeitfahrwerte an. Atapuma werden wir abhängen. Burkhardt auch nicht besonders gut. Buach, Moinard. Roskopf ist ein ganz guter Zeitfahrer. Sanchez auch und Velits auch gut. Dann haben wir immerhin vier ganz gute dabei. Sky halt leider ohne Chris Froome. Da ist Richie Porter Kapitän, mit dem wir uns hier duellieren werden. Kirienka ist noch mit am Start. Peter Kenneth, Nicholas Roach, sehr, sehr gutes Team. Viviani für die Sprints. Da ist er eher auf sich allein gestellt. Hat Christopher Sutton noch als Helfer dabei. Albasini ist Kapitän von Orica. Wird sich wahrscheinlich dann auch auf die erste Woche konzentrieren, wo es ja sehr hügelig sein wird. Michael Matthews, den ich eher als Kapitän sehen würde, um ganz ehrlich zu sein. Keldermann ist dabei, auch ein guter Kletterer. Robert Resing ist am Start. Hofland, guter Sprinter. Und Robert Wagner, ist das der Wagner? Nun gut. Boisson Hagen ist dabei, der auch in der ersten Woche wahrscheinlich seine Momente haben wird. Theo Bos, guter Sprinter. Tyler Farrar ist auch hier im Team. Matthew Goss, den kennen wir auch noch. So, Jaime Zubeldia ist Kapitän bei Track Factory Racing. Dann ist noch Feline dabei, ein guter Zeitfahrer, den man heute bestimmt gut gebrauchen kann. Generell haben die ein paar gute Zeitfahrer dabei. Gregory Rast, auch schon ein etwas älteres Semester. Van de Walle ist dabei und Seudel. Aber die scheinen heute im Zeitfahren eine gute Rolle spielen zu können. Amador ist Kapitän von Movistar. Inchausti ist noch am Start. Mallory, ein sehr guter Zeitfahrer. Isagire kann auch sehr, sehr vieles. Rojas schon ein bisschen älter. So, Cofidis ist mit Daniel Navarro dabei, den wir allerdings jetzt nicht so sehr beachten müssen. Ansonsten sind hier auch kaum Fahrer, wo man sagt, okay, die werden uns jetzt weghauen. Daniele Benatti ist Kapitän bei Tinkoff Saxo. Da sieht man schon, dass die nicht besonders stark besetzt sind. Kieselowski ist hier mit dabei im Berg 77. Matti Preschl, Wallgren, aber alles keine Topfahrer. Hansen ist für Lotto Soudal der Kapitän. Die scheinen aber generell ein sehr, sehr schlechtes Team am Start zu haben. Maximo Four. Cataldo ist bei Astana, die aber sehr, sehr schlecht besetzt sind. Also die haben ja wirklich die Resterampe am Start. Fast ein bisschen schade, dass da kein Nibali mit dabei ist. Aber was soll's, wir können es wie gesagt nicht ändern. Brian Cucar, super Sprinter. Cucar, Cucar. Entschuldigung, fällt mir irgendwie immer ein, wenn ich den Namen höre. Modolo, auch ein guter Sprinter. Bei Lampre setzt man wahrscheinlich generell auf die Sprints. Ruben Plaza ist vielleicht einer, der in der Gesamtwertung noch ein bisschen was machen darf. Pozzato kennt man natürlich auch viele Jahre schon. Und Valls, ein Spanier, der im italienischen Team fährt, ist irgendwie auch immer mal ein bisschen merkwürdig. Vichot für Française des Jeux, Jezelin dabei, Sébastien Chavanel, ganz passabler Sprinter. Johann Le Bon ist hier am Start. Heinrich Hausler für IM Cycling. Brandle, guter Zeitfahrer, ist hier dabei. Reichenbach, Jean Pinot. Duarte ist für Columbia der Kapitän. Denke ich mal, ein typisches Kletterer-Team. Da werden alle gute Kletterfähigkeiten haben. Und Cara Rural, also ein sehr, ja, dörfliches Team, würde ich es mal nennen.
Die haben, denke ich mal, keinen Spitzenfahrer dabei. Also, man muss sagen, nicht top besetzt. Wir sind mit vorne dabei. Ich denke mal, Rodriguez ist auch der Top-Favorit an den Anstiegen. Da gibt es kein Vertun. Jean-Christophe Péraud kann da natürlich vielleicht noch mithalten. Und Daniel Martin auf jeden Fall auch. Aber bin mal gespannt, wie es laufen wird. Muss mich, wie gesagt, erst umgewöhnen. So, da sehen wir jetzt auch schon Daniel Martin, der schon unterwegs ist. Ich muss mich vor allem umgewöhnen, ich muss ja alle steuern. Ich habe mich jetzt irgendwie gerade dran gedacht, ich müsste jetzt ja nur TJ van Garderen steuern, aber das ist jetzt wirklich eine Umstellung, wenn man die ganze Zeit nur einen Fahrer nimmt. Jetzt müssen wir quasi wieder auf alle achten. Naja, noch sind wir ja nicht ins Rennen gegangen. So, die Kamera ist jetzt auch im dem Let's Play ein bisschen weiter weg, das ist auch okay, dann haben wir die Fahrer auch besser im Blick und das wird jetzt die allererste Richtzeit. Team Cannondale kommt rein, eigentlich keine schlechte Mannschaft und Richtwert ist 9 Minuten 13. Direkt dahinter kommt Giant Alpecin von Craddock ins Ziel geführt und da kommen auch 5 durch, die eine Sekunde schneller sind. So, hier kommt das kleine Team Caja Rural, Seguros RGA. Die wahrscheinlich jetzt letzter sind erstmal, genau. Relativ schwaches Team, natürlich nur bei der Vuelta dabei. Hier im Cycling mit dem österreichischen Zeitfahrmeister Brandle, die jetzt erstmal wieder eine Sekunde Vorsprung haben. So gefährlich finde ich die Zeit von gar nicht. Was haben die Fach? So, Sky kommt rein, wahrscheinlich mit Bestzeit, ja, 3 Sekunden. Hier kommt Lampre mit Duracek, angeführt vom portugiesischen Meister Oliveira. Ja, wahrscheinlich. Oh, doch, die Bestzeit. 5 Sekunden. Wahnsinn, da sind überhaupt keine guten Fahrer dabei gewesen. Das war jetzt überraschend. Lotto Soudal scheint aber auch gut drauf zu sein. Zeitgleich mit Team Sky. Jetzt eher überraschend, dass Lampre die Bestzeit hat. MTN Kubeka kommt rein. Ungefähr von Boisson Hagen. Das wird aber keine Spitzenzeit. Nee, 11 Sekunden Rückstand. Cofidis, angeführt von Laporte. Und jetzt gehen wir zurück, weil wir unser Team natürlich einstellen müssen. Da sehen wir es etwas ungewohnt jetzt für mich. So, einstellen kann ich noch nichts. Erst wenn die losfahren. Jetzt machen alle nochmal ihr kleines Kreuzchen, alle gläubig im Team. So, und jetzt schauen wir es uns an. Peter Velits auf jeden Fall. Das Zeitfahren ist relativ kurz. Auf jeden Fall etwas länger. Machen wir mal 17, 18 Sekunden. Wer war denn noch ein guter Zeitfahrer? Sanchez war noch in Ordnung, Van Garderen natürlich. Die anderen müssen natürlich mithalten können. So, Sanchez war noch gut. Wählen wir mal eine 80. Und vielleicht 15 Sekunden. Und den Rest würde ich eigentlich ganz gerne, dass die nur ganz kurz vielleicht mal hinfahren. Moana mit einer 65. Eigentlich reichen sogar 3 Fahrer auf diese Distanz. So, Van Garderen, Atapuma ist ein miserabler Zeitfahrer. Der Marquis ebenfalls sehr, sehr schlecht. Was haben wir denn für Tagesformen? Na, die sind relativ gut. Drucker ist ein ganz ordentlicher Zeitfahrer, kein besonders guter. Und Roskopf ist eigentlich auch ein guter Zeitfahrer. Den können wir dann vielleicht auch noch ein bisschen Zeit vorne geben. So, und dann fahren wir mal los und schauen. Peter Willits führt es an. Danach kommt Burkhardt. Danach Murnau. Ah, die Reihenfolge ist also so. Nein, ah, okay. So, danach kommt Sanchez. Ich wollte Peter Willits gar nicht da weghaben. Aber gut, er hat hier seine Zeit geführt. Jetzt ist Sanchez vorne. Danach kommt Van Garderen. Ja, so richtig schnell sieht es nicht aus. Komm schon, Junge, hau nochmal richtig rein. So, müssen wir. Ach, das ist viel zu langsam. Schaut euch mal diese grünen Werte an. Die sind ja immer noch tipptopp. Van Garderen führt das Team jetzt quasi ins Ziel. Aber das ist zeitlich, ist das ziemlich schlecht. Ich glaube, da werden wir ordentlich Zeit bekommen. Elfter, 9 Sekunden Rückstand im Ziel. Naja, naja, hätte besser laufen können, aber ich glaube, da sind wir zu langsam angefahren.
Da war noch zu viel Energie eigentlich da. Das hätte besser laufen können. Also, das stelle ich gerade schnell, weil ich so ein bisschen enttäuscht bin. Naja, also hätte wie gesagt besser laufen können. Jetzt kommt hier Agi Deser rein. Auf Platz 9. Ich meine, das sind Sekundenabstände. Das ist ja alles kein Drama, wenn wir uns das im Ziel anschauen. Wo sind wir? Da auf Platz 14 mit 14 Sekunden Rückstand. Das ist ja alles nix. Etix Quickstep gewinnt natürlich mit Tony Martin. Hier kommt Movistar rein. Sind auf Platz 2. Dahinter ist Tinkoff Saxo, die jetzt hier reinfahren. Mal schauen. 6 Sekunden. Also, ich finde, also ich muss jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, ein Mannschaftszeitfahren über was? 7 Kilometer zum Auftakt ist doch echt für die Katz. Also, was soll das? Und jetzt wird es eh neutralisiert in der Realität, was soll's? Das ist sowas von sinnfrei, da freut sich auch kein Mensch drauf. Also ich denke mir da einfach nur, ach nee, komm, Teamzeitfahren finde ich eh langweilig. Einzelzeitfahren finde ich cool, Teamzeitfahren finde ich dann meistens irgendwie ein bisschen blöd. Aber was soll's, irgendwie scheint es von den Organisatoren, wahrscheinlich weil die Sponsoren dann so im Mittelpunkt stehen, wird es anscheinend ganz gerne gemacht. Ich find's doof, wir sehen hier, Gianni Meersmann ist der erste Mann im roten Trikot. Von Kirsbulk ist zweiter, aber natürlich alle seine Teamkollegen sind da mit dabei. In der Nachwuchsfahrerwertung sind wir überraschenderweise nicht dabei, weil DJ van Garderen ein alter Sack ist. Nein, ist er gar nicht. So, Teamwertung ist natürlich gleich dem Zeitfahren zu setzen und jetzt muss ich mich daran gewöhnen, dass hier quasi gar kein Zwischenbildschirm mehr kommt. So, wir schauen uns schnell mal das Ergebnis an. Wir sind als erster unserer Mannschaft übers Ziel gefahren. 14 Sekunden Rückstand haben wir jetzt nach vorne. Alles halb so wild. Relativ ordentlicher Auftakt. Wie gesagt, hätte besser sein können. Hätten vielleicht wirklich schneller reinfahren können. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, alle Fahrer zu steuern. Wird sich aber, denke ich mal, noch verbessern. Wir sehen hier die zweite Etappe. Ich kenne die Etappen jetzt natürlich schon relativ gut. Deswegen habe ich auch zuerst mit Ulle mal die Vuelta durchgespielt. Relativ hügelig. Da heißt es wirklich dranbleiben, gerade hier im Schlussabschnitt. Gibt es einige Hügelfahrer, die da ordentlich Tempo machen werden. Bin mal gespannt, wie wir mit TJ van Garderen da durchkommen. 165 Kilometer, zum Glück nicht besonders lang, heißt wirklich dranbleiben, keine Zeit verlieren. Und ich denke, das schaffen wir auch mit TJ van Garderen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge der zweiten Etappe der Vuelta a España. Guter Start heute, ordentlicher Start. Und ich denke mal, es wird noch besser werden. Gerade die Form muss ja auch noch besser werden von TJ. Und dann sehen wir uns. Bis dann.